Wir bleiben im Panorama, also auch dieser Film, über den wir jetzt reden, hat noch Chancen, denn wir haben im Panorama ja einen eigenen Preis, den Panorama-Publikumspreis von unserem Sender und vom RBB Fernsehen, und es ist die größte Jury, über 30.000 Leute stimmen damit ab, wird ganz genau ausgezählt bis zur letzten Sekunde, also kann es auch passieren, dass dieser Film dann in die engere Auswahl kommt, er läuft ja auch nochmal, Futur 3, und das ist ein deutscher Film, der hat bereits den wichtigsten deutschen Nachwuchspreis gewonnen, und zwar nicht nur einmal, also nicht nur für den Film schlechthin, sondern auch für die drei Hauptdarsteller und Darstellerinnen. Das ist eine absolute Ausnahme gewesen, war ein Riesentriumph natürlich bei der Preisverleihung. Jetzt der Film, also was ich auch wieder toll finde, dass First Steps den ausgezeichnet hat und er dann ins Berlinale Programm kommt, ist ja auch ungewöhnlich, dieser Weg. Ich freue mich sehr, dass die Schöpfer, Schöpferinnen da sind von Futur 3. Begrüßen Sie den Regisseur Faraz Shariat. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Benjamin Rajapur ist nicht da, es sind nämlich drei, es ist ein Trio, deshalb auch Futur 3. Aber die Schauspielerin Banatje Hurmazdi. Hallo. Und der Schauspieler Aydin Jalali. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ihr hört, der Beifall ist gigantisch. Leute haben den Film entweder schon gesehen oder haben es damals auch mitbekommen, dass es diese Sensation gab bei First Steps. Und ich muss das jetzt auch nochmal fragen. Ich habe da zwar moderiert, ihr standet dann irgendwann mal neben mir, war aber auch ein bisschen sprachlos, dass es dann nochmal geklappt hat, gerade für dich. Du dachtest wahrscheinlich, nachdem die Schauspieler jetzt gefeiert wurden, jetzt ist Schluss. Ja, voll. Also soll ich es nehmen? Ja, ich nehme es. Okay, du nimmst es schon. Nee, war auf jeden Fall mega cool. Also ich glaube, wir haben uns alle mega gefreut, dass es sozusagen neben der schauspielerischen Leistung auch Statement war für den Film an sich. Und natürlich auch ein Statement dafür, wie schön es ist, dass es diese Vielfalt gibt im deutschen Kino und dass solche Geschichten erzählt werden mit so einem migrantischen Hintergrund. Aber vielleicht kannst du es mal schildern, diese drei. Wer sind diese drei überhaupt? In dem Futur 3 meinst du, ne? Ja, ich glaube, klar, einerseits das Trio, um das sich der Film so kreist, also die drei jugendlichen Leute, die sich irgendwie kennenlernen in so einem Sommer in Hildesheim, aber auch auf eine Art, glaube ich, die drei Generationen, weil der Film eben von einer ersten Generation erzählt, also der Eltern des Protagonisten, von der zweiten, die hier geboren ist, der Protagonist Parviz. Ich bin ein bisschen krank. Und von der neuen Generation, also die Geschwister, auf die dann Parviz trifft. Und das sind alles Menschen mit iranischen Wurzeln, glaube ich, so durch die Bank weg. Das heißt also, da kommt natürlich bei dir dann immer die Frage, inwieweit, was du da erzählst, dann auch beeinflusst ist von Dingen, die du erlebt hast oder gehört hast. Ja, mega. Also ja. Die Prämisse des Films ist insofern autobiografisch, als dass das mir genauso passiert ist. Also ich bin beim Clown erwischt worden, musste Sozialstunden leisten und habe dann irgendwie Leute in der Unterkunft kennengelernt. Und dann ist aber auch so, dass meine Eltern mitspielen. Und das ist dann, ja, total. Und das ist auch so ein autobiografischer Moment natürlich, wenn die irgendwie da sind und anwesend und, glaube ich, so die Atmosphäre nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera als Eltern sozusagen der ganzen Crew prägen. Deine Mutter habe ich auch in Erinnerung in dem Film. Die hat eine super Ausstrahlung übrigens. Die ist richtig, richtig toll. Jetzt lass uns erzählen, also in der Mitte steht dieser junge Mann, von dem du gesprochen hast. Das ist jetzt Benjamin, ne? Der spielt den, der jetzt nicht da ist. So also blondiert war der so und auch eine interessante Figur. Und der lernt da dann faktisch Geschwister kennen. So kann man es ja sagen, um den Leuten das leicht zu beschreiben. Was sind das für Geschwister? Wie gehen die miteinander um? Und mit ihm dann? Also wir lernen ihn unabhängig voneinander kennen, aber in diesem Kontext von der Unterkunft, wo er eben die Sozialstunden ableistet. Und es gibt einfach zwischen mir und ihm eine gewisse Form von Anziehung, aber es gibt auch eine romantische Anziehung zwischen meinem Bruder und ihm. Und daraus entspinnt sich dann eigentlich so eine Freundinnenschaft, Konstellation, die aber gar nicht so jetzt geprägt ist von so einer Konkurrenz oder so zueinander, sondern eher einfach so, dass man sich dann gegenseitig mehr liebt, weil man sieht, der andere liebt den anderen auch. So wie man es, glaube ich, bei Poly-Beziehungen beschreibt. Also das ist auch eine Geschichte, die natürlich auch sehr viel jugendliche Wildheit zeigt. Also da ist auch richtig was los. Die gehen feiern, die sind viel draußen. Wie war das für euch, das auch so zu spielen? Dann hier müssen ja die Beziehungen auch genau stimmen. Also zwischen diesen dreien, das Gleichgewicht muss immer gehalten werden irgendwie. Und dann gleichzeitig auch noch so eine Wildheit vom Feiern mitzuspielen. Wie war das, so eine Figur zu entwickeln? Es war spannend, aber dadurch, dass wir zu der Zeit auch irgendwie zusammen gewohnt haben und uns von Anfang an sehr gut verstanden haben, hat die Chemie zwischen uns dreien von Anfang an auch gepasst und das hat uns einiges erleichtert beim Drehen. Und diese Wildheit und so, ich meine, die tragen wir ja auch in uns, ne? Wir sind ja auch nicht, ja, noch nicht so alt. Völlig richtig. Und was ich in diesem Film auch bemerkt habe, ist, ihr seid schon richtig auch Schauspieler. Also ich habe das nochmal nachgeschlagen auch tatsächlich. Also ihr seid anders als die Eltern zum Beispiel. Du hast ja auch mit nicht professionellen Schauspielern oder Darstellern gearbeitet. Ihr habt ja richtig das Handwerk gelernt, alle drei übrigens, oder?
Ja, alle drei, ganz klassisch. Die deutsche Theaterhochschulausbildung, Bühnensprechen absolviert, Bühnenreife, ZAV-Prüfung, Absolventenvorspiel, Intendanzvorsprechen, alles geschafft und auch am Stadttheater engagiert gewesen, erfolgreich, Weihnachtsmärchen gespielt, all das, die gute, solide deutsche Grundausbildung am Theater abgeschlossen. Ja. Banasche, das war sehr eindrucksvoll, wie das in kürzester Zeit jetzt hier entwickelt hat. Wie ist es dann nach diesem, ich sag mal jetzt, anstrengend konventionellen Weg, so einen Film zu machen? Also ist das dann auch für eine professionelle Schauspielerin und Schauspieler so ein Befreiungsschlag? Weil der Film hat ja genau diese Wildheit, auch das Improvisierte, glaube ich. Also für mich ist es ein Befreiungsschlag, mit Leuten zu arbeiten, mit denen ich die gleiche künstlerische und auch politische Vision teile und die einfach das, was sie erzählen wollen, ernst nehmen, den Film ernst nehmen, also den Inhalt des Films, aber auch die Arbeit ernst nehmen und dass es sehr viel auch darum ging, dass man nicht die eine Geschichte von Flucht erzählen will, sondern auch einfach sehr viel Demut da war vor den Geschichten, die wir erzählen. Weil, wie es einfach ist in Deutschland, es gibt immer die eine Narration, wie sieht Flucht aus und wie geht es Menschen, die geflüchtet sind. Und wenn man aus unserer Perspektive so einen Film macht, dann denken halt Leute, oh, ist das jetzt so die wahre Geschichte? Aber das stimmt auch nicht. Es gibt nicht die wahre Geschichte von Flucht. Und deswegen war das war für mich einfach ein Befreiungsschlag, deswegen so einen Film zu machen. Mhm. Aline, wie war es für dich, als Schauspieler an so einem Film mitzuwirken? Auch auf jeden Fall sehr erfrischend. Ich war zu der Zeit noch in der Schauspielschule. Ich glaube, Banasche und Benjamin, die waren schon fertig. Und das Ding an so Schauspielschulen oder auch an dem klassischen Theaterbetrieb ist, dass man sich so ein bisschen verfängt in diesem Betriebsalltag und dann oft so ein bisschen aus den Augen verliert, was außerhalb dieser Blase eigentlich abgeht. Und mir hat es dann sehr geholfen, dass ich schon ein bisschen früher ans Set gefahren bin und mich so ein bisschen davon lösen konnte und mich mit dieser Thematik befassen konnte. Und war also das Erfrischende daran auf jeden Fall, dass ich mich dann einfach mal einen Monat lang oder länger auf ein Projekt konzentrieren konnte und nicht irgendwie zwischen Fechten und Gesangsunterricht und so hin und her stolpern musste. Und, ja. Ich denke, das Besondere, glaube ich, jetzt auch klar geworden an diesem Film, ist eben mit die Tatsache, dass hier Leute auch von sich selbst erzählen. Also, dass nicht jemand versucht, sich einzufühlen oder mit Recherche etwas zu erzählen, was junge Menschen mit diesem Hintergrund erleben. Ich denke, das ist auch für dich wiederum der Befreiungsschlag gewesen, das endlich mal auch loszuwerden und zu erzählen. Ja, mega. Ich glaube, es ist halt auf eine Art von uns schon voll wichtig, so zu selbstbewusst zu unterstreichen, dass wir halt einfach alle krasse Ambitionen haben und glaube ich, nur weil wir jetzt aus einem Nicht-Filmhochschul-Kontext kommen, also wir jetzt als ich als Regisseur und auch die Produktionsfirma, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem genauso professionell oder semi-professionell arbeiten können als Crew. Und gleichzeitig aber, glaube ich, ist es schon so, dass halt so diese Authentizität, die ganz oft ja so besprochen wird oder hervorgehoben wird, daher kommt, dass wir, glaube ich, einfach wissen, wovon wir sprechen und super sensibel und, glaube ich, so integer mit den, zumindest versucht haben, mit den Inhalten umzugehen und es nicht so eine Vorstellung davon ist oder so, aber weniger damit, dass jetzt Banner und Eudin oder so sich selbst spielen oder so, was, glaube ich, schnell passiert oder so, dass Leute das dann denken oder so hervorheben. Das habe ich extra nochmal gegoogelt, wo ich sofort, als ich den Preis bekommen habe, um mal rauszufinden, wer sind diese Leute eigentlich. Also, den Film hatte ich ja schon gesehen. Das ist dann besonders interessant, dass man mit so einem sehr klassischen Background dann wiederum so einen Film machen kann, der so improvisiert und so frisch wirkt. Letzte Frage noch. Damals waren schon alle neugierig, den Film zu sehen. Er läuft ja hier auch nochmal, sage ich auch gleich. Aber hat er dann endlich auch mal einen Kinostart? Auf jeden Fall, ja. Am 28.05. kommt er in die deutschen Kinos. Und ich glaube, wir haben sogar auch jetzt verkauft nach Frankreich. Und nach Polen, glaube ich. Super. Also eine sehr vielschichtige, sehr wilde, sehr sensibel erzählte Liebesgeschichte, aber gleichzeitig ist es auch so eine Art Sozialstudium, so ein Aussage eines jungen Mannes, der versucht, sich durchzuschlagen in diesem Leben und zwar auf eine teilweise sehr radikale Weise, auf jeden Fall immer sehr liebenswert. Futur 3 läuft also noch einmal hier im Rahmen des Panoramas und zwar morgen um 19.30 Uhr im Zoopalast, nicht im ganz großen Saal, aber im nächstgrößeren Saal in der 2 und wird dann möglicherweise, auch wenn er im Kino läuft, viele Leute bewegen, weil es eine ganz neue, frische Stimme auch ist, finde ich, im neuen Kino von Faras Schein. Shariat, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, bei Banavce Hurmazdi, alles Namen, die man sich jetzt merken muss, und Aydin Jalali. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Vielen Dank. Radio 1,
Das Berlinale Radio.